Call of Duty hat den Blogpost rausgehauen für Season 3. Es ist soweit, wir kriegen die Informationen, was es Neues geben wird, vor allem im DMZ-Modus, dem Extraction-Loot-Shooter-Modus von Call of Duty. Wir fassen einmal zusammen, was alles los ist. Die lange Version, ja, wir haben fast 2 Stunden über die DMZ-Neuerung geredet, findet ihr einmal hier oben rechts verlinkt. Haben wir im Livestream besprochen, wenn das ausführlich interessiert. Aber jetzt die Zusammenfassung. Punkt 1 sind die neuen Missionen, und zwar wird hier ein neues Symbol dargestellt mit Redacted, also noch unter Bearbeitung, noch unter Verschluss das Ganze. Und zwar ist hier ein Symbol von der neuen Fraktion. Ja, wir kriegen eine 5. Fraktion im DMZ-Modus dazu. Ist schon ziemlich viel, 5 Fraktionen. Mal gucken, wie das noch weitergehen wird. Aber ist natürlich cool. Dadurch haben wir auch langfristig noch viel zu grinden. Für diese 5. Fraktion werden 3 Missionsstufen verfügbar sein. 1, 2 und 3 bei Release Season 3 und zur Mid-Patch Season 3, also nach ungefähr einem weiteren Monat, werden Stufe 4 und 5 freigeschaltet, sodass wir dann volle 5 Missionsstufen für diese neue Fraktionsstufe bekommen werden. So wie sich's rausliest, wird diese neue Fraktion für alle verfügbar sein, also nicht nur für Vollspiel oder also Besitzer des Vollspiels, sondern für alle, also anders als Crown. Und neue Missionen bedeutet auch, dass eventuell ein paar alte verändert werden. So liest sich's aus dem Text. Das heißt, einige Missionen werden verändert. Es sollte aber ursprünglich keinen Vibe geben, also kein Zurücksetzen der Missionsfortschritte. Das beißt sich jetzt hier ein bisschen. Also Veränderungen von alten Missionen, vielleicht die Reihenfolge oder die Wertigkeit einzelner Missionen zu verändern, ohne zu vipen. Ich bin mal gespannt, vielleicht wird ja doch ein bisschen was zurückgesetzt an Missionsprogress. Momentan gehen wir nicht davon aus. Aber das wird nochmal spannend, da müssen wir genau gucken, was hier genau mit den neuen Missionen passiert. Der 2. Punkt ist die Workbench, also die Werkbank, und die ist dazu da, dass wir Kontrabandwaffen modifizieren können. Gegen ein gewisses Entgelt können wir also an solche Werkbänke rangehen und Waffen, die wir im Raid gefunden haben, modifizieren. So können wir zum Beispiel irgendeine Waffe, die in solchen SMG, eine Nahkampfwaffe ist, mit einem Scope drauf das Scope abnehmen und zum Beispiel ein Rotpunktvisier drauf machen. Genauso können wir Munitionskapazitäten verändern, große Magazine dran machen und sonstiges. Also alles das, was ihr bisher bereits freigeschaltet habt für ein Waffensystem, also wenn ihr zum Beispiel die M4 habt und die M4 komplett freigeschaltet habt mit allen Aufsätzen, dann könnt ihr an dieser Werkbank in Zukunft auch alle diese Aufsätze, die ihr bereits freigespielt habt, an der Waffe anbringen und damit die Waffen frei modifizieren. Das Ganze wird Geld kosten, macht aber damit die Waffen sozusagen, die wir in der Runde finden, nochmal 1000-mal wertvoller. Also das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie sich das mit der Werkbank verhält. Der nächste Punkt ist auch mega spannend, und zwar Loadout-Soldaten. Also wir kriegen Loadout-Slots. Das bedeutet, wir können sozusagen mit einem Operator, also jeder Loadout-Slot beinhaltet einen Operator, den ihr ausrüsten müsst, mit dem ersten Operator in eine Runde reingehen und zum Beispiel voll ausrüsten und dann, wenn wir voll ausgerüstet sind, sagen, ah, pass auf, die 2. Runde, die ich jetzt spiele, ist nicht so interessant. Da brauche ich jetzt nicht mit dem voll ausgerüsteten Operator reinzugehen. Da gehe ich mit meinem 2. Slot rein, also mit einem anderen Operator, der noch nicht gut ausgerüstet ist, und mache mit ihm entsprechend eine lockere Runde. Wenn ich dann heute Abend in Gebäude 21 reingehe, dann brauche ich ihn hier, Slot Nummer 1, und er ist voll ausgerüstet und mit ihm starten wir dann. Das heißt, wir haben in Zukunft die Möglichkeit sozusagen, das erste Mal jetzt Rucksäcke zu lagern, weil der Loadout Slot Rucksäcke beinhaltet. Wir können damit Westen lagern, weil die Weste am Körper bleibt. Und wir können die Selbstwiederbelebung entsprechend auch horten, sowie den Doc-Tag sehen. Also wie viele Perks wir denn schon haben, wie wertvoll unser Doc-Tag ist, den wir momentan bei diesem Operator tragen. Alle fangen an mit 3 Operator-Slots, so ist es vorgegeben. Die Frage ist jetzt, warum auf diesem Bild 4 Slots zu sehen sind. Also hat das irgendwas mit einem Vollspiel zu tun? Wir vermuten nicht, weil im Text steht, dass alle mit 3 starten. Also wird es wahrscheinlich frei zu spielen sein, dieser 4. Slot, entweder mit Mission oder mit irgendwelchen anderen Mechaniken, sodass wir auf 4 oder vielleicht sogar noch auf mehr Slots in Zukunft kommen werden. Das nächste System ist ein Barter-System. Und zwar haben wir jetzt unseren allerersten Handelsplatz. Also an diesen Stationen können wir handeln. Jetzt sagt das Spiel, okay, wir bieten dir Items an, die du brauchst, aber nicht alles, was du willst. Also wir können nicht hingehen und wie in meinem Katalog unsere Items frei raussuchen und das rauspicken, was wir wollen. Nein, das System bietet uns Items an, die wir brauchen. Was bedeutet das? Möglicherweise ist das angelehnt auf die Mission, die wir gerade aktiv haben. Also wenn wir zum Beispiel gerade einen IFAC brauchen oder einen AFAC beispielsweise, dass wir dann beim Handel an dieser Station einen AFAC bekommen können im Austausch gegen andere Items,
dass zum Beispiel gesagt wird, bitte gib mir dreimal die Zahnpasta und wir geben dir der iFake. Oder vielleicht sogar, bitte gib mir dreimal goldenen Schädel und du kriegst iFake. Also wir werden gucken, wie teuer der Handel sein wird. Billig wird er sicherlich nicht sein. Aber es ermöglicht natürlich das erste Mal, Items zu tauschen. Das macht so viel aus. Gerade wer momentan auf Ashika Island unterwegs ist und immer noch diese Lötkolben sucht oder Waffenöl, das dann zu tauschen, ermöglicht einem natürlich viel, viel besseren Progress und viel leichter vorwärts zu kommen als ohne diese Mechanik. Also das ist eine sehr, sehr gute Erweiterung für das Spiel und wird das Missionsgrinden auf jeden Fall extrem erleichtern. Der nächste Punkt, der hier aufgeführt wird, sind die neuen Rucksäcke. Dazu wird leider sehr, sehr wenig beschrieben. Also wir wissen nicht, was die neuen Rucksäcke können. Wir sehen hier auf dem Bild so ein paar weitere Slots. Also möglicherweise gibt es mehr Slots, dass sie größer oder kleiner sind. Natürlich verschiedene Farben, vielleicht was die Tarnung angeht. Aber primär wird es wahrscheinlich darum gehen, dass wir andere Items tragen können. Also was wir uns vorstellen können, ist, dass zum Beispiel weitere Waffenslots verfügbar sein werden. Also dass man nicht nur eine Waffe tragen kann, sondern vielleicht sogar zwei mit dem Rucksack. Einer größeren Variante, dass man zwar verschiedene Waffen tragen kann, habe ich auch schon gehört, also zum Beispiel eine lange Waffe oder eine Kurzwaffe. Vielleicht gibt es auch Rucksäcke, die Schlüsselslots erweitern, dass man 5-6 Schlüssel im Rucksack lagern kann oder weitere Missionsitems lagern kann. Das alles wäre möglich. Was auch möglich wäre, fand ich eine sehr interessante Idee, dass man möglicherweise Items sichern kann, also dass ein Rucksack eine Sicherheitstasche dabei hat. In anderen Spielen kennen wir das, in Tarkov, The Cycle Frontier und so weiter, da gibt es Sicherheitstaschen, das heißt, bei alles, was in dieser Sicherheitstasche drin ist, behalten wir beim Tod des Spielers. Momentan ist es ja so, wenn wir einen Schlüssel mit reinnehmen, der wertvoll ist und sterben, dann ist dieser Schlüssel weg. Und wenn wir so eine Sicherheitstasche bekommen würden, dann würden wir trotz Tod den Schlüssel behalten, wenn er in der Sicherheitstasche drin ist. Das ist etwas, was natürlich wirklich genial wäre. Allerdings wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht, was diese Rucksäcke beinhalten und welchen Zweck sie haben werden. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal besonders unterstützen. Sollte euch das Ganze hier gefallen, lasst gerne ein Abo da und ein Like hilft uns auch unglaublich. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, alles, was wir bis jetzt gehört haben an Neuerungen für Season 3, sind wirklich gute Sachen und ich freue mich auch darauf. Aber sie bestätigen nicht die Leaks, die wir bisher gehört haben, über das Reputationssystem. Ich kann es gerne oben hier verlinken. Ich habe es im letzten Video erklärt. Das Reputationssystem, das Handelssystem, das Fraktionssystem, das Fraktions-Buy-Station-System und so weiter und so fort. Sehr, sehr komisch, weil es kommt kein Vibe zu Season 3, es wird nichts zurückgesetzt. Und wenn wir jetzt nur diese Missionen kriegen würden, diese drei Stufen von der Fraktionsstufe 5, von der neuen Fraktion meine ich, dann wäre das sehr wenig Content, was den Grind an sich angeht. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass noch mehr kommen wird. Wir hoffen auf den Blogpost, auf die nächsten Patches sozusagen und hoffen, dass da ein bisschen was bestätigt wird. Also das Reputationssystem wäre wirklich noch Gold wert. Leider nichts, aber wir haben dafür eine weitere Sache, die vielleicht darauf hinweist, dass noch was kommen könnte. Und zwar die zwei Bosse. Ja, und zwar sollen zwei Bosse kommen. Und zwar ist das so, wir haben momentan noch drei Bosse offen. Also drei Bosse fehlen noch im Spiel. Das ist einmal der Pyro, dann der Trapper und dann der Trader. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass noch zwei Bosse kommen, was sie jetzt bestätigt haben in dem Blogpost, und wenn wir davon ausgehen, dass der Trapper möglicherweise schon im Spiel ist, weil viele sagen ja, der Trapper ist doch eigentlich der Bombmaker, das ist aber noch ein bisschen unklar. Also falls der Trapper schon im Spiel sein sollte, dann würden Pyro und Trader überbleiben. Und das sehen wir möglicherweise hier auf diesem Bild. Das ist möglicherweise der Boss auf der rechten Seite und wir sehen hier sehr viele Flaschen. Achtung, entzündlich. Und das weist darauf hin, dass diese Figur möglicherweise der Pyro sein könnte. Pyro ist jemand, also ein Boss mit einem Flammenwerfer. Dummerweise ist auf diesem Bild hier kein Flammenwerfer abgebildet, sondern ein Schild, was auch immer das zu bedeuten hat. Vermutungen lauten, dass möglicherweise das Feuer aus diesem Schild ausreden könnte, also dass der Flammenwerfer vielleicht in dem Schild eingebaut ist. Dann natürlich, dass es gar nicht Pyro ist, sondern irgendein anderer Boss mit Schild. Oder dass man den Flammenwerfer gerade nicht sieht und dass er als Zweitwaffe das Schild hat und eben so eher so ein defensiver Charakter ist, klar. Er muss ja auch in den Nahkampf gehen mit dem Flammenwerfer, das würde also auch Sinn machen. Vermutung ist doch sehr stark, dass das wirklich Pyro ist und dass wir den Flammenwerfer bekommen als ersten Boss. Und als zweiten Boss den Trader. Und hier wird es jetzt interessant, weil der Trader ist dann der Scavenger, über den wir bereits geredet haben im letzten Video. Der Scavenger ist einer von den Leaks, die wir bekommen haben, was aber auch das Reputationssystem und das Fraktionssystem angeht, was grundlegend verändert
werden könnte und mehr Tiefe bekommt. Und wenn dieser zweite Boss wirklich der Trader ist, der Scavenger, bedeutet das, dass das Scavenger kein Boss ist im herkömmlichen Sinne, den wir angreifen und bekämpfen müssen, sondern dass der Scavenger jemand ist, der von uns Items haben will, die wir ihm geben und mit ihm sozusagen einen Handel eingehen. Also wieder weitere Schritte Richtung ein Handelssystem. Und es könnte darauf hinweisen, dass vielleicht noch mehr Handelsideen da sind und vielleicht wir doch diese Fraktions-Sites, Fraktions-Buy-Stations, diese neuen Barter-Contracts mit dem Computersystem in Fraktionsbasen und so weiter und so fort. Und vor allem natürlich ganz oben drauf das Reputationssystem, dass wir das alles doch noch kriegen könnten. Hoffnung stirbt zuletzt. Auf jeden Fall kommen zwei Bosse, was erstmal eine Ansage ist für Season 3. Und wir sind wirklich sehr, 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 sehr gespannt, was das für zwei Bosse sind. Wir sehen also, es ist noch sehr, sehr viel offen, auch was die neue Map angeht. Mit dem Codenamen Delta haben wir nichts von gehört. Tag-Nacht-Wechsel, wir haben eine neue Nacht-Map im Multiplayer-Modus. Ist jetzt zwar nichts mit DMZ, aber im Multiplayer-Modus bringt eine Nacht-Map. Und das könnte sein, dass sie jetzt gucken möchten, okay, wie läuft das mit dem Nacht-Level? Läuft das gut? Funktioniert das? Und wenn es gut funktioniert, dass wir dann möglicherweise in Season 4 den Tag-Nacht-Wechsel bekommen. Die Entwickler haben ja bestätigt, dass sie an einem Metasystem arbeiten. Habe ich auch ein Video zugemacht. Und möglicherweise ist das jetzt die erste Sneak-Preview auf so eine Nachtmission. Und vielleicht kriegen wir in Zukunft dann in DMZ Nachtraids. Leute, es ist auf jeden Fall weiterhin extrem spannend. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die nächsten News über Season 3 und dann den Start Season 3 am 12. April. Bis dahin sage ich hasta luego, hasta la vista, bleibt gesund und sauber.